Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Football Manager 2017 mit Union Berlin und unserem Igor Loric. In der letzten Folge haben wir verloren gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, nicht so gut. Wir sind momentan auf dem 12. Platz noch. Werden wir es auch höchstwahrscheinlich noch bleiben. Aber das ist natürlich Boden, den wir verlieren für den 3. Platz. Das sind zwar nur 5 Punkte momentan, aber das kann sich noch ändern. Das ist eben doof. Wir werden jetzt erstmal zwei Dinge machen, bevor wir weiter voranschreiten. Erstmal schauen wir uns unsere Mitarbeiter an. Wir haben hier keinen Platz mehr. Wir sehen, dass wir relativ in der Mitte sind. Hier vielleicht im Fitness könnten wir noch ein bisschen was machen. Sind wir auf dem 7. Platz? Ansonsten sind wir relativ gut aufgestellt, was die Trainerposition angeht. Was für mich auch ein Zeichen ist, dass wir da nicht wirklich viel machen müssen. Wir schauen ihn uns mal kurz nochmal an. Den hatten wir uns ja schon mal angeschaut. Hier der Fitnesstrainer Thomas Riedel. Fitness nur 9. Ich denke, wir suchen einen neuen Fitnesstrainer. Das heißt, wir werden erstmal hier den Vertrag beidseitig auflösen. So. Stimmt zu, bestätigen wir. Und dann suchen wir einen neuen Fitnesstrainer. Wir schauen kurz rein. Also Fitnesstrainer. Wo könnten wir vielleicht noch ein bisschen was machen? Ich mal nochmal zurück. Ja, hier sind wir sonst überall sehr, sehr gut aufgestellt. Da kann man nichts sagen. Nee, brauchen wir wirklich nur als bei den Fitnesstrainern was zu suchen. Nicht Physiotherapeut, sondern Fitnesstrainer und nicht Physiotherapie, sondern wo haben wir es? Training Fitness. Ja, 15 wäre auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark. Schauen wir mal. Am besten jemand, der noch keinen Job hat. Da haben wir schon mal welche. Wir stellen das mal kurz hier ein. Nicht Angestellte. Genau. Ja, Alter ist eigentlich egal. Wir schauen mal. Vielleicht finden wir ja jemanden hier in Kroate, wäre hier. Josko Vlasic ist schon 60 Jahre alt. Zuletzt bei Hajduk Split gewesen. Oh ja, Fitness 15, Disziplin 20, Motivationsfähigkeit nur 7, Zielstrebigkeit 10, aber ansonsten als Fitnesstrainer gar nicht mal so schlecht. Hier wäre auch noch ein Albaner, Tritan Bahuli. Oh, der hat hier, war bei Wien gewesen. Okay, bei Rapid Wien. Fitness 18. Wir werden mal bei ihm anfragen. Fitnesstrainer, Stand der Dinge. Geht das nicht? Nee, geht nicht. Okay, wir haben noch einen Fitnesstrainer drin. Oder wir müssen wahrscheinlich erstmal einen Tag warten oder so. Schauen mal. Ja, Loric haut auf den Tisch. Das kann man so nennen. Jetzt haben wir hier keinen Fitnesstrainer, aber wir haben hier keinen Platz mehr. Das heißt, wir müssten hier noch hier Platz schaffen. Können wir das machen? Nein, nur Assistenztrainer geht. So, wir versuchen mal nochmal hier anzufragen. Geht das? Nee, das Problem ist, wir könnten Ihnen das jetzt anbieten, aber das würde dann normalerweise abgelehnt werden. Soweit ich das weiß. Wir können es da trotzdem mal versuchen. Boah, der will aber schon ganz schön viel verdienen. Wie verdienen denn unsere anderen Trainer? Schauen mal. Okay, wäre in Ordnung. Ist also ist kein Problem. So, Baholi. Wir machen da mal ein Angebot. Ja, wenn wir aufsteigen, kriegt er nochmal 20% drauf. Verhandeln wir mal. Sehr schön. Schließen wir ab und hoffen wir mal, dass das klappt. Zweite Sache, die wir jetzt machen, ist, wir versuchen hier nochmal mit Toni Leistner zu reden, ob das denn möglich ist. Ansonsten müssen wir die Konsequenzen daraus ziehen, weil er doch ein wenig hier ein bisschen die Sachen runterzieht. Er kann das nicht machen. Dann müssen wir mal schauen, wer unser Co-Kapitän ist. Achso, ja, stimmt, er ist ja gar nicht Kapitän, sondern Kreilach haben wir. Maluda, stimmt. Okay, wo haben wir Maluda?
So. Soll man bitte mit ihm drüber reden? Leidenschaftlich könnten Sie mit Toni Leisner sprechen. Er ist momentan nicht gerade zufrieden und ich denke, ein Kurzgespräch mit seinem Vizekapitän täte ihm gut. Danke. Sie sich, dass Toni Leisner momentan unglücklich ist. Ich werde mit ihm reden und sehen, was ich tun kann. So, dann schauen wir mal. Konnte dieses Problem nicht lösen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich werde ihn, glaube ich, im nächsten Spiel einfach mal draußen lassen. Weil das ist echt ein Problem. Ich denke, wir werden da einfach so knallhart sein und ihn dann jetzt mal erstmal außen vor lassen. So, Jagba, ja, der wäre natürlich ein starker Spieler. Aber wie gesagt, brauchen wir momentan nicht. Hier sehen wir, dass wir hier nichts wirklich reißen konnten. Transferphase ist auch bald vorbei. Mal schauen, ob wir noch das eine Spiel hinbekommen. Oder ob die. Na, ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß es aber noch nicht. Asani hat ein Spiel gemacht. Das ist schon mal ganz gut. Zwei Einsätze hatte er bis jetzt. Bleiben erstmal auf Platz 12. Gegen Braunschweig müssen wir aber gewinnen. Und die sind Zweiter, das wird ein sehr, sehr hartes Spiel. Ansonsten werden wir schon langsam angezählt. Da bin ich mir relativ sicher. Und ja. So, hier unser nächster Gegner, Braunschweig. Hier war Aue sehr stark. Er hat sehr viele Fehler gemacht, der Skarli. Versuchen wir uns zu merken. Achso, ja, jetzt haben wir hier keinen Trainer mehr. Lassen wir den Co-Trainer das mal einstellen. Puncic vermeidet das Spiel mit dem schwachen Fuß. Kiel geht nach vorne, wann immer es möglich ist. Sehr schön. Da sind ein paar unzufrieden, weil wir keinen Fitnesstrainer jetzt mehr haben. Ist ja logisch. Aber wir versuchen ja jetzt wieder einen einzustellen. Ich hoffe, das geht jetzt. Wenn das jetzt nicht geht, wäre das echt problematisch. Dann hätte ich vielleicht ihn nicht den Vertrag auflösen sollen, sondern zuerst jemanden anfragen und dann den so tauschen. Das wäre ja auch möglich gewesen. Also, Spieltag zu Ende. Wir bleiben auf dem 12. Platz. Und haben noch reelle Chancen, hier ein bisschen nach vorne zu kommen, aber das ist schon sehr utopisch, dass wir dann da müssten wir wirklich davon ausgehen, dass wir jetzt die nächsten Spiele ordentlich abliefern, aber wirklich ordentlich und dann ohne Fehler. Und Götz bekommt Krankheit. Ja, wir schicken ihn zum Arzt, zum Vereinsarzt. Mehr können wir da auch nicht machen. Zum Physiotherapeuten würde ja mal überhaupt keinen Sinn ergeben. Okay, Transfer von Tritan Bahuli blockiert. Aha, okay, wir müssen jetzt also. Der Vorstand hat angedacht. Schauen Sie, räumen immer mal einen dieser Funktion tätig, Mitarbeiter zu essen, um den Transfer doch noch abzuschließen. Achso. Okay, das heißt, wir müssen einen der Assistenztrainer auswählen, die wir austauschen. Okay, das war dann also ein Fehler von meiner Seite. Gut, da müssen wir uns jetzt entscheiden. Wir brauchen auf jeden Fall einen Fitnessassistenten. Wir haben hier André Hofschneider, der relativ stark ist. 11, 12, 11, 11. Ja. Und Sebastian Bönig. Ja, er hat hohe Disziplin, Motivationsfähigkeit. Ist natürlich die Frage. Ja, dann tauschen wir ihn gegen André Hofschneider. Ja, so, den Torwarttrainer können wir nicht tauschen. So bestätigen. Damit haben wir jetzt einen ordentlichen Fitnesstrainer.
Ist trotzdem natürlich ein bisschen problematisch. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir das in Ordnung bringen, dass wir, da müssen wir unseren Kader erheblich abspecken. Da müssen wir auf jeden Fall den 23er Kader oder 25er Kader, wie auch immer, anstreben. Und ja. Wir bitten ihn mal um Spielerempfehlungen. Vielleicht kennt er ja jemanden, den wir da vielleicht einsetzen könnten. Mölders, ja, brauchen wir jetzt nicht wirklich. Ja, gegen Braunschweig, gegen Standardsituationen sind sie anfällig. Dann werden wir das mal trainieren. Sie haben die wenigsten Gegentore überhaupt in der Liga. Okay, das ist wichtig zu wissen. Wir haben das letzte Spiel gegen die aber gewonnen. Da müssen wir auf jeden Fall gute Möglichkeiten herausspielen, damit wir dort auch effektiv nutzen, dass wir die auch effektiv nutzen können, weil nur 15 Gegentore ist nicht schlecht. Gut, mit 20 Spielen. Ja, gut, doch, ist schon nicht schlecht, also das ist keine schlechte Marke. Also, morgen ist der letzte Transfertag. Bin mal gespannt, ob sich da noch was bewegt oder eben nicht. Und dann spielen wir gegen Braunschweig, die momentan Zweiter sind. Also, es wäre für uns schon ganz wichtig, wenn wir jetzt hier Punkte holen würden. Ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube, eine oder zwei Niederlagen würden wir jetzt noch vertragen und dann wäre es das Ende von Igor Lorić beim ersten FC Union Berlin. Dann müsste er sich wahrscheinlich einen neuen Verein aussuchen. Ich kann das schwer einschätzen, aber ich würde das jetzt einfach mal so sagen. War kein guter Einstand für ihn momentan. Er ist aber auch ein sturer Charakter. Also von daher, er empfiehlt Gashi. Oder Gashi. Okay, ist kein schlechter Spieler, können wir auf jeden Fall mal zur Auswahlliste hinzufügen. Gieselmann ist zur Verfügung. Transferfrist endet heute, werden wir teilnehmen. Ja, wir haben ja schon alle angemeldet, ist also kein Problem, brauchen wir jetzt nicht nochmal anzuschauen. Dillner bittet um Besprechung. Er möchte gerne mehr Spielzeiten. Ja, wir bitten mal Kreilach, er soll da mal mit ihm reden. Konnte nicht lösen. Okay, dann werden wir mit ihm mal reden. Ja, ich mag es, wenn meine Spieler den Willen zeigen, regelmäßig spielen zu wollen, aber sie müssen mir beweisen, dass sie ihre Chance verdient haben. Ich bin bereit zu kämpfen. Ja, Reserve haben wir ja keine. U19 kann er ja nicht spielen. Ja, hier Training soll er mal ein bisschen was machen. Ja, die sind ein Profi und sollten sich darauf konzentrieren, ihren Job zu machen. Okay, wir könnten ihn ja auch im nächsten Spiel einfach mal spielen lassen auf der Position von Leistner. Dann sollte das kein Problem sein. Okay. Wir werden keinerlei Kommentare beantworten, die da irgendwie kommen, bezüglich Transfers oder irgendwie sonst was. Da werden wir einfach den Anrufbeantworter anlassen und diese Nachrichten dann löschen. So, Rio Ave hat sich Jovic ausgeliehen. Ja, 7 Spiele für Benfica und 5 Tore geschossen. Eieiei, was haben wir uns da durch die Lappen gehen lassen? Super. Ah, Mann. Ich bin mal gespannt. Ich glaube aber wirklich nicht, dass da jetzt noch irgendwie was passiert. Dass da jetzt noch ein Angebot reinkommt oder so, glaube ich jetzt nicht. So, kein Kommentar. Ja, wir schauen noch mal, gibt es noch Spieler, die wir abgeben wollten? Ja, Kessel versuchen wir mal noch mal, ob wir den verkauft bekommen. Ja,
Sporning ausleihen, ja klar. Und Kolhoff versuchen wir nochmal auszuleihen. Ansonsten, ja, müssen wir schauen. Oh, Dunis Avicac oder Avdijay ist nach Dynamo Dresden gegangen. Keine Angebote hier. Okay, dann werden die dann halt eben bei uns bleiben. Kessel, sein Vertrag wird wahrscheinlich dann auslaufen, weil er ja nicht verlängern möchte. Bogatetz ist wieder so weit fit, dass er wieder mittrainieren kann, was schon mal nicht verkehrt ist. Sollten wir auch auf der Innenverteidigerposition genug Auswahl haben, weil ich denke, dann können wir auch mal, dass wir auf Leistner verzichten, das können wir dann auch mal verkraften. Das ist halt echt ein Problem, was wir nur schwer in den Griff bekommen, weil der ist ja jetzt schon sehr, sehr lange unzufrieden. Wir könnten ja auch noch mal Kreilach anfragen, ob er mal mit ihm redet. Vielleicht kann er ihn überzeugen. Weil er ist schon ganz schön schwierig. Er möchte so nicht. Aber diese Unruhe ist natürlich auch nicht gerade vorteilhaft für unsere Mannschaft. Für den Zusammenhalt, wir haben ja gesehen, 21% ist die Teamharmonie. Das ist katastrophal. Also da müssen wir echt aufpassen. Das kann uns ganz schön das Genick brechen. Ich sehe es einfach kommen. Also, wir dürfen das nächste Spiel auf jeden Fall nicht verlieren, weil ich rechne maximal mit 1 bis 2 Spielen. Und wenn wir die beiden nicht gewinnen, dann, ja, dann war es das mit dem Versuch, Union Berlin in die erste Liga zu bringen. Naja. Also jetzt hier erstmal die bekannten sehr lange Ladezeiten. Ist wahrscheinlich jetzt schon der letzte Transfermöglichkeit. Keine Ahnung, das geht ja dann so stündlich, wird das ja dann abgezogen. Muss jetzt wahrscheinlich die ganzen Transfers berechnen. Ja gut, ist ja auch jetzt nicht schlimm. Ist jetzt nur doof. Ich habe jetzt nichts über das wir. Wow. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber jetzt ist da draußen der Nachbarshund eskaliert. Aber gut. Ja, jetzt nichts, über was man da jetzt großartig reden könnte. Außer halt eben. Dass wir jetzt auf jeden Fall in den nächsten Spielen da ein bisschen besser spielen sollten. Ich weiß noch nicht, was dann passiert, wenn wir mal wirklich gefeuert werden sollten. Sollte das mal der Fall sein, könnte das ja auch sein, dass es ein bisschen Einfluss auf den Charakter von Igor Loric hat. Und dann so Ende der Transferfrist. Ne, Stefan Aigner ist für 4,2 Millionen nach Wolfsburg gegangen. Okay. Fürstner nach Başakşehir. Und Taixara von Stoke nach Karlsruhe. Wir waren am aktivsten, sehr schön. So, melden alle Spieler an. Dürften schon alle angemeldet sein, ja. Sehr schön. Wir sehen hier nochmal die Trainingsleistung, ja. Und dann nicht so tolle. Sind hier im Moment auf Fitness aus. Können das ja dann wieder ändern und. Wir versuchen jetzt noch einmal hier, dass Kreilach mit ihm redet, mit Toni Leistner. So, schauen.
Leister nicht mehr wegen schlechter Vereinsleistung beunruhigt. Sehr schön, wunderbar, wir haben das Problem gelöst. Okay, aber es sind noch Leute da, die das unterstützen. Aber das wird sich wahrscheinlich jetzt bald ändern. Und dann könnte das dann vielleicht auch mal wieder besser aussehen. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt Let's Play Football Manager 2017, das war's von eurem Kompass Bambuso.